Verehrte Bürger Russlands, liebe Freunde, das Jahr 2022 geht zu Ende. Es war das Jahr schwieriger und notwendiger Entscheidungen, das Jahr der wichtigen Schritte zur Erlangung der vollständigen Souveränität Russlands und der gewaltigen Konsolidierung unserer Gesellschaft. Es war das Jahr, welches vieles auf seinen Platz gestellt hat. Ganz klar, Mut und Heldentum getrennt hat von Verrat und Gleichgültigkeit. Es hat gezeigt, dass es keine größere Kraft gibt als die Liebe zu seinen Verwandten und seinen Nächsten, die Treue zu den Freunden und zu den Kampfgefährten, die Treue zum eigenen Vaterland. Es war das Jahr der wahrlich schicksalhaften Ereignisse und Wendepunkte. Sie sind zu dieser Schwelle geworden, welche den Grundstein bildet für unsere gemeinsame Zukunft, unserer echten Unabhängigkeit. Genau darum kämpfen wir heute auch. Wir verteidigen unsere Leute auf unseren historischen Territorien, in den neuen Subjekten der Russischen Föderation. Wir erschaffen und bauen gemeinsam auf. Das Wichtigste ist das Schicksal Russlands. Die Verteidigung der Heimat ist unsere heilige Pflicht vor unseren Vorfahren und Nachfahren. Das moralische und historische Recht ist auf unserer Seite. Das endende Jahr brachte große, grundlegende Veränderungen, sowohl für unser Land wie auch für die ganze Welt. Es war geprägt von Sorgen, Kummern und Ängsten. Doch unser multinationales Volk hat, wie es auch in allen schwierigen Epochen der russischen Geschichte war, Tapferkeit und Würde an den Tag gelegt, hat mit Wort und Tat die Verteidiger des Vaterlandes unterstützt. Unsere Soldaten und Offiziere, alle Teilnehmer der speziellen Militäroperation. Wir wussten immer und überzeugen uns auch heute erneut davon, dass die souveräne und unabhängige und sichere Zukunft Russlands nur von uns abhängt, von unserer Kraft und unserem Willen. Словом и делом поддержал защитников Отечества, наших солдат и офицеров, всех участников специальной военной операции. Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли. Западные элиты годами лицемерно заверяли на... Die westlichen Eliten haben über Jahre hinweg scheinheilig gegenüber uns ihre friedlichen Absichten beteuert, unter anderem auch bezüglich der Lösung des schwierigen Konfliktes im Donbass. In der Realität allerdings auf jede erdenkliche Art und Weise die Neonazis unterstützt, welche ihre militärischen und offenkundig terroristischen Handlungen gegen die friedlichen Bürger der Volksrepubliken des Donbass fortgesetzt haben. Der Westen hat gelogen über den Frieden und hat sich gleichzeitig auf die Aggression vorbereitet. Und heute räumt er es selbst ein, ohne sich zu schämen, ganz offen. Und die Ukraine und ihr Volk benutzen sie zynisch für die Schwächung und Spaltung Russlands. Wir haben es niemals jemandem ermöglicht und werden es auch niemals ermöglichen, das zu tun. Die Militärs Russlands, die Volksmilizen, die Freiwilligen kämpfen jetzt für das eigene Land, für die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Dafür, dass die Garantien des Friedens und der Sicherheit für Russland nachhaltig gewährleistet werden. Alle von ihnen sind unsere Helden. Sie haben es jetzt am schwersten. Von ganzem Herzen gratuliere ich allen Teilnehmern der speziellen Militäroperation zum neuen Jahr. Jene, die sich jetzt hier befinden, hier neben mir, jene, die sich an der Front oder in der Nähe der Front befinden, diejenigen, die jetzt in den Trainingszentren die Vorbereitung durchlaufen, um danach in den Kampf zu treten. Denjenigen, die sich jetzt in den Krankenhäusern befinden und auch die, welche ihren Dienst bereits geleistet haben und nach Hause zurückgekehrt sind. Allen, die den militärischen Wachdienst halten in den strategischen Einheiten. Das gesamte Personal der Streitkräfte. Verehrte Kameraden, ich danke Ihnen für Ihren ehrenvollen Dienst. Unser gesamtes riesiges Land ist stolz auf Ihre geistige Kraft, Ihre Standhaftigkeit und Ihren Mut. Millionen von Menschen sind mit dem Herzen und der Seele mit Ihnen.
und am Neujahrstisch werden unausweichlich Trinksprüche fallen zu Ehren von Ihnen. Einen großen Dank an alle, die die militärischen Handlungen gewährleisten, den Kraftfahrern und Eisenbahnlern, die die Front versorgen, den Ärzten, Sanitätern, den Krankenschwestern und Krankenbrüdern, die für das Leben der Soldaten kämpfen, die verletzten Zivilisten versorgen. Ich bedanke mich bei den Arbeitern und Ingenieuren unserer militärischer und sonstiger Fabriken, welche jetzt mit vollem Einsatz arbeiten, bei den Bauarbeitern, welche zivile Einrichtungen aufbauen und Verteidigungsanlagen, welche dabei helfen, die zerstörten Städte und Dörfer des Donbass und von Neurussland wieder aufzubauen. Которые возводят гражданские объекты и оборонительные укрепления, помогают восстанавливать разрушенные города и села Донбасса и Новороссии. Дорогие друзья, с 2000... Liebe Freunde, seit dem Jahr 2014, nach den Ereignissen rund um die Krim, lebt Russland unter Bedingungen der Sanktionen. Doch in diesem Jahr wurde uns ein echter Sanktionskrieg erklärt. Jene, die ihn entfesselt haben, haben erwartet, dass unsere Industrie, unsere Finanzen, unser Transportwesen vollständig zerstört wird. Dies ist nicht geschehen, weil wir alle zusammen einen Vorrat an Widerstandsfähigkeit geschaffen haben. Das, was wir getan haben und auch jetzt tun in diesem Bereich, all das zielt auch ab auf die Festigung unserer Souveränität in einem der wichtigsten Bereiche, in der Wirtschaft. Und unser Kampf für uns selbst, für unsere Interessen und für unsere Zukunft dient ohne Zweifel als ein motivierendes Beispiel für andere Staaten in ihrem Bestreben nach der gerechten multipolaren Welt. Справедливому многополярному мироустройству. Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели. Ich halte es für sehr wichtig, dass im scheidenden Jahr in unserem Volk besondere Bedeutung solche Eigenschaften bekommen haben wie Barmherzigkeit, Solidarität und aktive Empfänglichkeit. Immer mehr Bürger spüren den Drang, anderen helfen zu wollen. Sie vereinigen sich selbst ohne jegliche formelle Anordnungen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihr Feingefühl, für die Verantwortung und Gutherzigkeit, dafür, dass Sie, Leute unterschiedlicher Altersgruppen und Einkommen, sich aktiv in die gemeinsame Sache einschalten, dass Sie die Lagerung und den Transport organisieren, um unseren Kämpfern in der Kampfeszone Sendungen hinzuliefern, sowie den zu Leide gekommenen Bewohnern der Städte und Dörfer, den Kindern aus den neuen Subjekten der Russischen Föderation Urlaub organisieren. Große Unterstützung erweisen Sie, meine Lieben, den Familien der gefallenen Kämpfer. Sie haben ihr Leben gegeben, indem sie das Leben anderer Menschen verteidigt haben. Ich verstehe es, wie schwer es jetzt ist, in der Neujahrsnacht für die Ehefrauen, die Söhne und Töchter, für die Eltern, welche wahre Helden erzogen haben. Wir werden alles Erdenkliche tun, um den Familien unserer gefallenen Kameraden zu helfen, die Kinder aufzuziehen, ihnen eine würdige Bildung zu geben und ihnen helfen, einen Beruf zu erlernen. Mit ganzem Herzen teile ich Ihren Schmerz und bitte darum, die aufrichtigen Worte der Unterstützung anzunehmen. Liebe Freunde, in allen Zeiten, sogar in den allerschwierigsten Zeiten, wurde in unserem Land das Neujahrsfest gefeiert. Es war und es bleibt für uns alle das geliebte Fest. Es hat die zauberhafte Gabe, in den Menschen die allerbesten Eigenschaften zu öffnen, die Bedeutung der traditionellen Familienwerte zu multiplizieren, sowie die Energie der Großherzigkeit, der Großzügigkeit und des Vertrauens. Zum Neujahr streben alle an, die Nächsten zu beglücken, sie zu erwärmen mit Aufmerksamkeit und seelischer Wärme, ihnen das zu schenken, wovon sie geträumt haben, die Freude in den Augen der Kinder zu sehen, zu fühlen, wie rührend und wie dankbar sie sind für unsere Aufmerksamkeit, die Eltern, die ältere Generation. Sie sind dazu fähig, diese Glücksmomente zu schätzen. Freunde, jetzt ist der allerpassendste Moment, um alle persönlichen Ressentiments und Missverständnisse in der Vergangenheit zu lassen, den allernächsten Leuten von seinen Gefühlen zu erzählen, von der Liebe, darüber, wie wichtig es ist, sich umeinander zu kümmern, immer, zu jeder Zeit. Mögen diese herzlichen Worte und edlen Gefühle uns allen möglichst viel seelische Kraft geben, Zuversicht geben, dass wir gemeinsam alle Schwierigkeiten überwinden und unser Land erhalten werden als großes und unabhängiges Land. Wir werden nur vorwärts gehen und siegen für unsere Familien und für Russland, für die Zukunft, für unsere einzige geliebte Heimat. Alles Gute zum neuen Jahr, liebe Freunde. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Jahr 2023. Любимой Родины, с Новым годом, дорогие друзья, с новым 2023 годом.